Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Satisfactory. Ja, unser langes Dauerprojekt. Wir werden das natürlich immer weiterspielen, keine Sorge. Und es wird auch wieder mehr Parts hintereinander kommen. Es hat mich jetzt nur gerade mal ein bisschen gejuckt, in Life Not Supported reinzuschauen, weil gerade released. Und das Forever Skies braucht man nicht erwähnen. Das ist absolut geil. Und da habe ich mir halt ein bisschen Zeit jetzt genommen. Jetzt sind wir wieder hier. Und weiter geht's. Ich habe beim letzten Mal nur, leider auf Video, die eine Stage fertig gemacht, die nächste begonnen. Aber da ist noch nicht viel passiert, wie ihr rechts oben seht. Das werden wir jetzt mal machen. Weil ich habe gemacht... Ja, genau das. Das habe ich alles abgegeben. Dann habe ich die LKW-Station, Inventarsplätze. Wenn wir jetzt mal schauen, jetzt gehen wir zur einfachen Stahlproduktion. Genau, weil das brauchen wir ja für das nächste da. Und das ist was. Ach so, das kann ja auch hier erst. Ja, Blödsinn. Ja, das ist ja erst der Lift da oben. Ja, okay, mein Fehler. Okay, für das da unten sind wir gewappnet. Ich glaube, da haben wir sogar. Das meiste haben wir sogar. Dann werden wir gleich einmal reinwerfen und dann werden wir in dem Part hier versuchen, die andere Kohle zu erschließen da hinten. Ich glaube, die war da hinten, warte mal. Yep. Das Problem war ja hier, war keine Landbrücke. Und da habe ich gesagt, wie kommt man darüber? Gibt es mal Tipps? Und es haben ja einige Tipps gegeben, der. Da habe ich mir wirklich. Moment kurz. Was abgeschaut dann im Endeffekt. Das waren zum Beispiel. Extrem fleißig und hilfreich kommentieren du zum Beispiel da. Da Anson AKP, falls ich das falsch spreche, sorry. der hilft mir irrsinnig viel immer in Satisfactory. Und okay, ich habe gerade was anderes noch gelesen, muss ich mir was anschauen. Ja, und somit. Danke für die Dinge. Da ist mir gesagt worden, ich kann mit die Foundations in die Richtung rüberbauen. Das ist natürlich jetzt so eine Sache. Weil ich denke mal, zuerst sagt immer, da weiß man immer nie, wie, was, wo, wann. Ne? Und dann denke ich mir, ja, wie baut man? Naja, Fundamente. Okay. Aber das ist für mich nicht dieses Standard-Fliegteil, mit dem man fliegen kann. Also, ja, soll so sein. Ich hätte das jetzt nicht unbedingt als Flugzeug verwendet, aber gut. Die LKW-Station werden wir dann auf jeden Fall auch bauen. Zuerst brauchen wir jetzt einmal. Machen wir mal das fertig, weil ich glaube, wir haben das meiste, was wir brauchen. Also wir brauchen hier mal 150 von denen. Gehen wir gleich mal ab. Ach so. Aha. Falsch, muss ja dahinter. Die 300 von dieser Schottersäcke, Sandsäcke, was immer das jetzt genau darstellt, haben wir auch. Auf jeden Fall sind da hinten gleich. So. Und bitte. Läuft. Weil ich es gerade gelesen habe, ich glaube, die Musik in. Die Musik ist kein 5-Sekunden-Loop oder so. Das ist nur so eine YouTube-Hintergrundmusik, die einfach immer wieder so. Das hört sich gleich an, ist aber eigentlich ein 1-Minuten-Mitschnitt oder so. Also, das Lied dauert, glaube ich, sogar 2 Minuten, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wollte ich nur erwähnen, ich werde es mal anhören, wenn das irgendwie. Einmal, ich höre das nämlich selbst nicht, witzigerweise, während dem Spiel. Höre ich es nicht. Was so viel heißt wie, ich werde es mal anhören und mal in der Aufnahme und vielleicht ersetzen durch einen anderen Song.
Oder ich lasse einfach ganz weg, aber ich sage euch gleich, das ist ziemlich langweilig, weil ich habe es bei mir auch jetzt ganz weg, das ist ziemlich nichts. Da hört man gar nichts mehr, dann ist es auch ziemlich zahre Geschichte. Nicht schön. So. Also, falls ihr euch wundert, dass der Wasabi nicht hier ist, manchmal in den letzten Aufnahmen. Ich habe das zeitlich jetzt am Abend nicht wirklich hinbekommen, Aufnahmen zu machen. Jetzt habe ich das letzte Mal Vormittag zwei gemacht. Da war er nicht da und auch die Aufnahme hier jetzt entsteht schon im etwas früheren Abend. Da ist er normalerweise noch nicht zugegen. Wird sich aber dann wieder legen. Sollte sich wieder normalisieren, dann, wenn ich es mal schaffe, das halbwegs in einen Zeitplan alles hinzukriegen. So. Na. 26 geht sie nicht aus. Naja, gut, wurscht. Ist egal. Wir haben ja noch. Und ja, mir wurde gesagt, ich kann breiter bauen. Ja, das stimmt. Ich vergesse. Ich nehme mir wirklich vor, breiter zu bauen. Bau schon breit, meiner Meinung nach. Und dann ist es trotzdem wieder so eng. Ich weiß nicht, irgendwie. Irgendwas mache ich da falsch. Hoppala. 5 fehlen noch, ne? Zeitvertreib. Das ist urfies. Kann ich die drehen? Nee. Das ist wirklich urfies. Scheiße. Der geht ja. So, so, jetzt stehe ich an mit dem Viererblock da. Achso, da kommen wieder neue nach. Dann. Oh. Ohohoho. Ohohoho. Das wären 3. Nicht mehr weg. Scheiße. Das gibt's ja nicht. Was will er? Mit einem Zeitlimit? Das passt alles da nicht rein, so wie ich das will. Ich weiß, einmal noch kommt das. Oh komm, gib mir ein Viereck. Scheiße. Scheiße, solche Steine gibt's hier gar nicht. Ich möchte mal wissen, ob ich eines davon einmal voll kriege. Aber das Spiel ist ja anscheinend nicht dafür da, dass man sich da jetzt ewig, ewig da rein tüftelt voll, weil sonst hätte man ja nicht diesen Zeitstress. Ja, passt, senden. 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 Stört das eigentlich, wem ich das senden, oder? Ja gut. Bin ja schon viel weiter gekommen.
Naja. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit spielen. Im Gegenteil. So, wir brauchen da hinten, wir brauchen die Mats für ein fürs Fundament. Habe ich genug mit. Dann brauchen wir für ein Kraftwerk. Wasserextraktor, Hammer. Und die verstärkten Platten brauchen wir noch einige mit. Das, glaube ich, wird man sonst das Genick brechen. Hui! Die habe ich eh schon lange nicht mehr ausgeräumt. Schauen wir mal. Bitte. Nehmen wir die Hälfte mit. Ja? Schauen wir mal da nach hinten. Oder wir bauen zuerst diesen LKW. Den kann ich dann mit einem LKW rumfahren. Mach's mal zuerst so. So. Da war letztens ein Tierchen, was mir am Sack gegangen ist. So, mal schauen. Wie funktioniert denn das mit den Fundamenten? Ich habe ja noch keine gebaut, ne? Eine 4 Meter Rampe. Kann ich die da? Ich würde die gerne wohin machen, wo ich vielleicht auch direkt mit dem Fahrzeug weiter kann. Das wäre von hier dann. So. Kann ich dazu? Aha. Das schaut ja eigentlich gar nicht schon. Appala, gar nicht mal so schlecht aus. Machen wir mal so einen Meter Fundament. Ja, das ist ja das, was ich eben nicht wusste. Chargt's mich, los, Feiglinge. Rampe. Wegen zu viel. Der andere hat sich versenkt selber, oder? Was ist denn das? Das ist die gelbe Elektroschnecke.
So. Kohle. Was fies ist, wenn sie im Boden steckt. Ah! Ist aber hübsch. So. Kohle braucht Wasser. Scheiße. Das heißt, wir werden hier nur die Kohle extrahieren. Und werden die einfach... bis zu meiner Base hin transportieren. Was soll ich denn sonst machen damit? Schauen wir mal. Oder holen werden das jetzt einen Job für LKWs? Ne, die kommen wieder nicht rüber da. Okay, bauen wir mal was auf. Wir brauchen ja mal ein bisschen Ding. So, wir brauchen mal Strom. So, dann haben wir das da herstellen. So. Den Trottel. Ich brauche die... die MK1, die werden wir alle mal ersetzen müssen dann. Sollten wir echt mal den Awesome Shop anschauen. Das war das Falsche. Das ist ein bisschen her wieder. Ich habe ja letztens erst... ich meine, so viel her ist nicht, aber... so, das war der mobile Miner. Denkt das schon gut aus. Ja, mein Problem ist, dass ich ja, dass ich kein Wasser in der Umgebung finde. Da unten, keine Ahnung, ob das ist, aber selbst wenn, hilft es mir nichts. Sollte ich der Map hier glauben, werde ich hier mit Wasser nicht recht weit hupfen. Ja, und da habe ich ja... ja. Problemos. Dann gehen wir zu nach oben. Fördert man das einmal ein Stück, bald zumindest mal auf der anderen Seite rüber, dann schauen wir sich an, was der LKW macht. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall mal schnelle Bänder. Kommen wir da nichts drauf? Hopp. Genau hier. Da müssen wir darauf. Jetzt sieht das aus irgendwie.
Das nehme ich jetzt auch als Rampe. So. Komm her. So, das war wahrscheinlich, weil ich es vorher nicht eliminiert habe, wirklich. Mir hat mal letztens gesagt, bau einfach Foundations. Ich weiß, mir wurde es schon tausendmal gesagt, aber ich bin da ziemlich lernresistent. So. Es sollte reichen. Und dann bauen wir da wirklich noch eine Foundations hin. Zack. Problem ist, ich weiß ja gar nicht, wie groß eigentlich jetzt die ganzen Dinger sind. Die Fahrzeuge. Scheiße. So, jetzt holen wir das auf das Ding her. Dann sind wir mal auf der anderen Insel drüben. So, dann habe ich mal das. Ich will hier oben ein bisschen höher. Ich würde hier gerne ein bisschen in die Höhe rauf gehen. Da Richtung darüber. So. Immer nur darum, dass ich, wenn ich mal was machen will, drunter durch laufen kann. Darum geht's nur. Saumäßig cool. Da hinten sind wir schon. Jetzt sollen wir da runter noch gehen, so. So, von da nach oben. So, das ist schon mal cool. Schaut ja geil aus, oder? Jetzt würde mich nur interessieren, wie ich das jetzt mit dem Wasser am Blöd. Oh. Muss mal schauen, wo ich Wasser jetzt herkriege. Da drüben ist wieder so eine Schnecke. Hey, meine Schnecke.
Also muss ich oben bleiben. Cool. Elektroschnecke, blau, meins. Wasser. Ich könnte hier so Kraftwerksding da bauen, irgendwas voll Fettes in der Nähe vom Weltraumlift. Das Problem ist nämlich, wie kriege ich sonst Wasser wo daher? Ich meine, das geht sich mit einem Tank und einem Auto, das das befüllt. Kann das ein Auto? Ich baue mal kurz diese. Baue jetzt mal diese Autostation. Und weil ich in die Kommentare schon immer schimpfen kriege, die Mom und auch das Ding bei euch. Muss ich kurz was nachschauen, Moment. Mir wurde erklärt ja, dass ich irgendwie stimmtechnisch, also nein, das wurde mir nicht erklärt, mein Fehler. Sich mal nachher anschauen. Da ein bisschen an meiner Stimme basteln. So. Was mache ich jetzt? Ah ja, genau. Jetzt zeige ich mir mal das mit dem Auto an. Jetzt stelle ich mir irgendwo so eine LKW-Station hin. Wo stellt man die auf? Was macht man mit der? Okay. Kann dieses LKW-Teil Wasser tragen? Eigentlich habe ich nämlich Wasser noch nicht in meiner Werkbank. Also nicht selber im Inventar gehabt. Jetzt holen wir sich mal da. Die fehlenden Rahmen, das sollte eigentlich passen. Genug da sind. Jawohl. Schießt man nämlich mal das Ding in das Weltall. Ich will gerade alles gleichzeitig schon wieder machen. Das ist schon wieder mies. Gut, die Kohle habe ich ja schon mal zusammengefördert. Ich brauche jetzt ein Kraftwerk auf halbem Weg und dazu brauche ich aber auch die Ding. Voilà. Abschuss. Milestone reached. Steel production unlocked. Foundry grants access to new, simple steel parts. An additional project part can now be constructed. Progress to the next phase is now possible. Okay. Das wird relativ lustig. Eins nach dem anderen. Jetzt kommt einmal wieder das Retour. Okay, was machen wir jetzt da? Habe ich genug mit für diese... Pipes, boah, das gehen sich ein paar aus. Sie pumpen für die Förderhöhe, okay. Wasserextraktor. Fehlen mir wieder diese komischen verstärkten Platten. Ist doch Wahnsinn, das ist noch immer eigentlich die Verstärkungsplatten rennen ewig schon die Produktion hier. Ich müsste das mal ein zweites Mal so eine Produktionslinie eine zweite bauen. Es ist ja Wahnsinn, was man von denen braucht.
wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich nicht wirklich die Förderbänder hierher ziehe. Oder das mit dem Lastwagen darauf führen lasse. Wie schaut es denn da oben aus? Naja, Platz wäre. Ja, dann doch irgendwie. Ah, das ist das Problem, was ich gerade im Spiel habe, weil ich noch nicht alles kenne. Ich kann das jetzt urschwer einschätzen, was jetzt da der einfacher ist. Weil ich nicht weiß, was die Lastwagen transportieren können, aber ich denke mal, wir werden hier die Kraftwerke da aufstellen. Da. Da bin ich aber eh nicht weit eigentlich. Das schaut nur viel aus irgendwie, oder? Ich stelle mal so einen Wasserextraktor hin, wir brauchen den ja sowieso. Und dann gehört ein Rohr ran. Kann ich das ein bisschen erhöhen? Das passt. Da. Da haben wir genug Platz. Hier machen wir unseren neuen Generator. Was weiß ich was. Das heißt, wir hauen hier mal den Kohlegenerator her, der beides ja braucht. Den stellen wir mal so auf hier. Blickrichtung darüber. So, mein Freund, zum Ersten. Das ist eine wilde Konstruktion schon wieder. Somit würde ich mal sagen, wir gehen hierher. Bremsen da mal kurz, dann gehen wir von da nämlich gleich raus, ein Stück. Aber gleich in die Höhe, so hoch es geht. Muss ich nicht in die Quere kommen. Dann gehen wir noch ein Stück da nach vor, so. So hoch es geht. Und schmeißen da ran. Haben wir da jetzt irgendwo so... Kann man das nicht vorne? Was sind das für ein Blöd? Warum kann ich das nicht einfach so gezielt da vorne ran machen? Stütze das mal wurscht. Genau das habe ich gesucht. So, gehen wir es noch geschwind wegmachen. Genau. Jetzt haben wir das daran.
Und wir haben Wasser. Dann nehmen wir das hier. Auch da raus. Auch gleich in die Höhe. Nö, es war eigentlich ins Blöd. Da bleiben wir unten. Das ist auch deppert, ganz unten bleiben. Ich hole mal die Bahn her, weil es deppert, das Blöde ist. Ich weiß ja nicht, jetzt, da fahre ich oben, fahre ich mit das rein. Da müsste ich. Damit ich drunter durch kann. Und da müsste ich dann noch. Ich sperre mal das ganze Gebiet ab, wenn ich da so ein langes Band baue. Aber gut, was bleibt man viel Alternative über? Sollten die Autos logistischerweise im nächsten Part dann das wesentlich besser machen, dann werde ich mir, dann sage ich es gleich, dann reiße ich das alles wieder ab. Und wir lassen das von da hinten mit dem Auto holen. Jetzt gehen wir daher. Und jetzt ist halt die Frage. Wo gehen wir mit denen rein? Da gehen wir, fangen wir unten an. So. So. Jetzt fehlen wir sowieso die Mats. Das ist halt blöd, ne? Haben wir da einen Splitter rein? Was habe ich denn jetzt? Das ist ein Splitter. Das könnte man mal so machen. Das müsste eigentlich gehen. So. Jetzt wenig Platten. Aber prinzipiell. Need more plates. Kann ich sie selber herstellen? Das wäre natürlich jetzt der Awesome Shop. Ich baue, das brauche ich jetzt nachher, weil ich will das jetzt endlich auch wissen, was der ganze Scheiß da macht. Die Gießerei muss ich mir auch noch anschauen. Eieieiei. Bist du fertig? Leute, ich bin hier aber ordentlich am... alles quer durch die Bank bauen. Ungefähr. Das ist ja gerade eines der vielen Sachen, was ich hier mache. Nämlich alles quer durch die Bank, anstatt dass ich es irgendwie geordnet einzeln oder so mache. So. Das reicht. Theoretisch bin ich mit meinen Eisenschnecken jetzt eh schon. Ah, Eisenschnecken, Eisenplatten ist schon gut dabei. Ich habe gerade diese komischen Schnecken angeschaut, deswegen habe ich die jetzt im Kopf gehabt. So. So.
immer diese komischen Stütze stehen bleiben. Sechs von Platten. Knapp. Haben wir wenigstens schon so weit jetzt alles hergestellt? Bitte, haben wir schon ein paar. So, das war jetzt das letzte Zipfel. So, jetzt ist alles mal verbunden. Wir hätten genug. Damit das Teil hier aber mal anspringt, muss er mal hinten ein kleines Kraftwerk mal kurz zum Start hin. Und dann kommt das da rein. Und das andere dort oben, das schließen wir mit dem Stromnetz zusammen. Einer Kubikmeter eine Minute schaut schon Minimum. Ah, Maximum? Okay. Das aktivieren wir noch in dem Part, das kriegen wir noch hin. Ein Schrumpfkopf, schau, das ist ein Vogel. Und das sollte mal passen, das hat ja Strom. Dann befüllen wir mal das Ganze. Das ist, muss ja immer befüllt werden, alles. So. Entweder stelle ich den ein kleines Grafik auf oder ich ziehe gleich. Ein Stromnetz bis dann nach vom Stromnetz bis dann nach hinten. Was okay wäre, weil ich brauche es ja sowieso. Kann ich das da oben drauf bauen? Ich meine, das wäre jetzt ein bisschen da oben doof, oder? Wenn das geht. Na, ich stelle es neben die da. Okay. Mach ich doch nicht so blöd aus.
Ja, das sind wir dann mal. Brauchen es ja, es hilft ja nichts. Jetzt fehlen wir auf die letzten Meter. Das gibt's ja nicht. Auf die letzten Meter fehlt mir jetzt was. Wasser hat sie schon mal. Von dem krieg ich nix. Come on over. Come on over, baby. Da geht der 500. Ja, das sollte reichen. Ich glaube, ich werde dann aber verdammt viele Kraftwerke brauchen. Ich habe jetzt noch immer keinen Plan, eigentlich, wie viele eigentlich ich jetzt schon habe oder so Kapazitäten noch über sind, weil ich so das Spiel ja ab und zu dazwischen jetzt mal pausiert habe vom Spielen her. Kapazität 315. Ja. Ja, gut, die Kapazität ist höher, weil das Kraftwerk da still steht und ein paar andere auch. So, jetzt da, zack. Zu. Kohle pro Minute, es bohrt. Jetzt da. Komm ich hier nicht drauf jetzt? Ha, so ein Scheiß. So, ich fahr mit.
Läuft. Somit würde ich sagen, Stromproduktion schwerst erhöht. Also sobald das Ankommen ist. Noch nicht. Ah, da können wir noch bauen. Ich brauche jetzt die verstärkten Platten zuhauf. Dann könnte ich dann nämlich gleich noch ein Kraftwerk daneben stellen. Schauen wir mal, was wir da hinbringen. So, im nächsten Part testen wir diesen LKW. Ich möchte nur wissen, was der kann. Weil ohne zu wissen, was der kann, kann ich den irgendwie schwer zu einschätzen, ob er nützlich ist. So, Schrauben noch hinten noch. Mehr mache ich nicht, ich will nur die paar Platten da haben. So. Kommt schon. Na bitte! Kapazität 93, wir verbrauchen derzeit ungefähr, ja, unterschiedlich viel. Ja, 230 Maximum. Maximum Cons, weiß ich mal, das sein soll. Produzieren tun wir 300 und Kapazität haben wir. Verstehe das jetzt nicht. Das heißt, die Kapazität 93, weil diese Biokraftwerke dranhängen, die aber gerade nicht laufen, so die Kapazität wäre da, aber sie rennen halt nicht, oder wie? Naja, läuft jedenfalls mal. Gut, dann war's das. Leute, das war's. Ich baue das dann später noch aus im nächsten Part. Aber zuerst schauen wir uns jetzt mal dann an, was genau mal wie, wo. Wieso leuchtet das gelb? Also schauen wir uns jetzt zuerst mal alles, was das Lastwagen machen an. Und ja. Leute, ich finde das Spiel nach wie vor super. Ich werde es auf jeden Fall weiterzocken. Es ist so idyllisch sogar. Weil ich habe, was ich jetzt gesehen habe, gibt es dann sogar mehrere Gegner mit Waffen und so. Nächsten Job, nächsten Part, LKWs. Bloß diese Shops. Diesmal wirklich. Okay, die rennen sogar noch. Gut. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment. Nichts vergessen. Bis dann und ciao.